So, was ich euch jetzt zeigen möchte, ich habe ja solche hübsche Boxen gemacht. Die sind noch zwei, die habe ich dann in meiner Kiste entdeckt. Eigentlich wollte ich die noch weitergeben. Da ist auch noch ein Modell, das muss noch angemalt werden und das hatte ich auch da. Was nun nicht mehr, wie der Unterbau war. Ach du, war es auf jeden Fall nicht. Ah, ich glaube, der war mit Pink und Weiß, genau. Also, ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, bei einer Bestellung euch so einen tollen schenken zu lassen. Einen tollen Tischmagnet. Genau, das kann man öffnen und dann könnt ihr selber da was reinschreiben. Oder ich lasse es, klebe es noch nicht auf und ihr stanzt euch dann selber was rein. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja? Gebt euch dann das Klebemittel einfach mit und ihr könnt dann selber noch was reinstanzen und klebt es dann auf. Natürlich kann man es auch bestellen. So. Hier seht ihr meine Box mit den ertauschten Projekten. Ja, viele schöne Sachen da drin. Ich stelle es jetzt mal zur Seite. Und zwar, ich bin ja an dem Freitag relativ spät gekommen, um nach 11. Ich habe vorher noch einen anderen Termin gehabt, der war nicht ganz so happy, aber gut, es gehört zum Leben dazu. Es war eine Beerdigung von meinem Onkel. Genau. Und als ich wiederkam, hat meine Kollegin schon mehr oder weniger geschlafen und dann hat sie mir dieses hübsche kleine Päckchen dahingelegt und mit etwas Süßem drin. Und diese verwendet einer anderen Form zum Verschließen mit unserer Stanze. Dann habe ich mir doch gedacht, Mensch, ich wünsche mir eigentlich doch wirklich ein Teil mit Notizblock, dass ich das ist irgendwie rausgerutscht, dass ich mir Notizen machen kann. Jetzt ist es aber abgefallen. Keine Ahnung warum. Naja, ich muss mir da noch was einfallen lassen, wie ich das dann noch festmachen kann, dass das feststabiler ist. Das ist von Christiane Moritz. Und sie ist in Sandhausen. Allerdings sehe ich gerade keine Blogseite. Aber schön gestaltet mit einem Incolor und einem Kugelschreiber sogar richtig dran. Der ragt dann wenigstens. Aber erstaunlich ist, ja doch, ich glaube, das ist schon richtig. Warum auch immer das jetzt abgegangen ist, war wohl doch ein bisschen zu wackelig in der Box. Ja, da habe ich gar, vor allem gibt es wirklich verschiedene Arten, sie zu verschließen. Die habe ich einen mit Magnet, da stehen auch ihre Daten drin. Jasmin Schumacher steht da. Instagram. Mit den süßen kleinen Früchten. Und dann habe ich auch einen Teil. Weder mit Band noch mit Magnet, sondern die hat es dann einfach darunter geschoben. Das ist auch eine coole Idee. Und wenn ihr guckt, zwei die gleichen Größen und dann hat sie es auseinandergesetzt. Da hat man dann auch einen Block. Haltet. Michaela Langer. Mickey Made. www.mickeymade.de. Wenn ihr da mal vorbeischauen wollt. Ja. Eher schlicht gehalten, aber sieht trotzdem ganz nett aus. Da glitzt das noch so ein bisschen auf dem Bier. So, dann habe ich einen Teil. Das fand ich auch sehr originell. Hat mich einfach schon angezogen und das ist ein Stift zum Schreiben. Muss man noch anspitzen, damit man damit schreiben kann. Und einfach nur süß mit diesem Pferdchen da drauf.
Naja, Pferdchen ist gut, ne? Mit dem Einhorn. Genau, das ist von Nadine Köller. Stempelmami.de. Mhm. Dann habe ich noch mal was mit einem Fleisch. Ne, das ist ein Strohhalm, genau. Entschuldigung. Einfach gedacht, lang und dann sieht es dann direkt aus, gleich wie, wie ein Bleistift. Also, das ist von Carola. Carolas Kreativkram, blogspot.de. Danke fürs Shoppen, genieße den Tag. Ja, das habe ich. Und hat mir da eine Karte gefertigt. Mir und allen anderen. Ah ja, genau. Die kann man so rausziehen. So, dann gab es einige Täschchen. Und leider doch nicht ganz so haltbar in den Durcheinander von der Box und Transport. Da drin sind Süßigkeiten, aber da ist ein kleiner Zettel dran. Von da unten, Claudia Geisel, Karlstein, Stempelkonfetti, mit kleinen süßen Bonbons. Farblich passt das natürlich hervorragend zusammen. So. Nochmal ein Täschchen mit Magnet. Und da drin ist ein Mix. Ja, da könnte ich doch jetzt gerade so reinbeißen. Danke, dass ihr mich gefragt habt. Ja, dann gucken wir mal. Eine Sandra Joanink in Bad Homburg. Stempelstunden. Anleitung hat sie dazu. Findet ihr auf dem Blog von Britta Kohaupt. Ah, die hat es von jemand anders gebastelt und da steht dann auch gleich. Könnt ihr wahrscheinlich auch selber lesen. Plötzlich kreativ.com. Ah, das ist dann von ihr. Die Anleitung. Mhm. Vielleicht kann sie das sogar auch. Dann habe ich hier noch was von mir für dich. Steht da drauf. Und das ist www.stempelbabsi.de. Barbara Gunia. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Da war irgendwas drin, aber das habe ich wohl irgendwie verloren. Irgendwas Süßes, was auch immer. Vielleicht habe ich es auch schon gegessen. Da ist es leider auch abgegangen. Von dem Tschechen. Ja. Wenn der mal in der letzten Minute oft fertig, dann kann das sicher mal passieren. Da gibt es auch was Süßes. Mhm. Wird sich mein Mann freuen. Ferrero Küsschen ist seine Welt. Kontaktdaten. Olaf Jung. Ah ja, genau. Ich habe mit einem Mann geswappt. Aber olli.jung17@googlemail.com. Er hat aber wahrscheinlich wohl keinen Blog. Mhm. Also kann ich euch dann auch nicht sagen, wo er steckt, weil da ist eine Handynummer drauf. Mal gucken. Sechs dabei. Aber nett. So, da ist noch ein Block. Genau, wusste doch, da war noch einer. Weil die hatte nämlich eine ganz tolle Technik. Da konnte ich mich noch dran erinnern und musste man nämlich aufziehen, aber habe das leider schon offen. Genau, es wird runter. Ja. Ja. Kann man hin und her ziehen. Ja. Und dann öffnet sich das Bastelbächlein. www.bastelbächlein.blogspot.com. Ja. Auch ein Dank, dass ihr mit ihr geswappt habt. Mhm. Mit einem Blog.
Ja, also die Blöcke, die ihr mitgekriegt habt, dann gibt es einmal Jogurette. Mit Miriam Wachter habe ich da getauscht. www.kreativ-mit-miri.blogspot.com. Kreativ mit Miri. So, das habe ich geöffnet und da waren zwei Schokoladen drin. Erstaunlicherweise ist ja, dass er diese Verpackung eigentlich ohne Kleber hält. Das ist trotzdem zugeklebt. Also, kennt ihr von mir auch? Die habe ich mit einem großen Schmetterling gemacht. Okay. Ja, ich lasse das jetzt einfach so. Da habe ich irgendwo Glitzer wieder her. Keine Ahnung, wo das ist. Ach, ich habe noch gar nicht gesagt, von wem das ist. Astrid.stempelecke.stampingup.net. Dann habe ich noch ein ähnliches Modell für dich. Da ist Mentos drin, ein Mini-Mentos. Und das ist von Ramona Plagemann. Das ist allerdings ihre E-Mail-Adresse. Scheint jetzt keine Webseite zu haben. So, was haben wir denn da? Ach, das ist was Kleines. Ein Täschchen. Scheila Brühl. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Scheilas Bastelzauber. In Dassendorf. Warum das ist, keine Ahnung. Was steht da? Zucker Baileys, also Zucker. Eine Zuckerpackung drin. Ja, für Latte Macchiato, gell? Kann man immer gebrauchen. Und dann habe ich auch eine Karte. Möge der Morgen so schön sein wie der heutige Tag. Gemacht von Stefanie Kanal. Hübsch, das Herz. Kommen wir nochmal zu einer Karte. Goldmanufaktur. Papier, Perlen und Co. Annette Goldmann. In Graf Rass. Ah, 82, 284. Graf Rass, jetzt ganz so weit weg von München. Ein Kalender, den man natürlich auch aufstellen kann. Jetzt gucke ich mal. Mal schauen. Ja, genau. Gebt ihr euch das da so rein und steckt es dann auch auf. Ja, in dem Fall vielleicht noch einen kleinen Kleber zur Hilfe nehmen. Aber klebt an meinem Art etwas Gewicht. Da. Ja, ich würde euch empfehlen, da noch was reinzusetzen. Genau. Sonst ist es etwas schwerer. Aber der Kalender wird ja mit der Zeit immer leichter, gell? So, was haben wir denn da noch Hübsches? Ah. Eine Tasche. Nehme ich doch gleich mal. Von Gudrun Elfering. Stempelfee. Mit einem E. WordPress.com. Na, das könnte doch was von der Schneiderei sein. Na, ja, da wird sich Simon freuen. Mein Mann auch. Erdbeeren darf ich nicht essen, aber genau. Vielleicht hat sie dazu auch eine kleine Anleitung. Das ist jetzt einfach so, das ist jetzt ein Streifen. Und da auch zusammengeklappt da. Genau. Und an den Seiten festgeklebt. In Bad Bentheim. Habe ich nicht gerade verstanden? Ah ja, doch. Ja, genau. In Bad Bentheim ist die. Ich hatte ja erst nur ihren Namen. Mhm.
glaube, in Bad Bentheim war ich mal, ja, genau. Weiß aber nicht mehr warum. Dann habe ich ein Lesezeichen, genieße den Tag von Bettys Krea-Ecke www.bastelbu.blogspot.de. Ja. Das mit Wasser und Farben gearbeitet. So, dann habe ich hier Milch, Kännchen und Doppelpack. Ich fand es einfach schon schön, wie es ausschaut. Einfach zum Transportieren und so weiter. Das ist eine Dominique Weißhaupt, wird sie auch heißen, gmx.de. Und kein Blog. Tja, in der einen Seite hat sie, das weiß ich noch, Kaffee drin gehabt, genau. Und an der zum Auffüllen und da mal Kekse drin, genau. Und Schokolade. Ja, fand ich echt nett. Ja. Bin mir nicht sicher, ob man es rausnehmen kann, aber doch klar. Und dann gestempelt mit dem Kaffeeset. Ist sehr hübsch, hat sie echt total voll gemacht. Ja. Jetzt gibt nochmal eine Karte, das ist so ein bisschen so eine Zauberkarte. Mit Margarete Petkan oder Petkau in Andernach. Oh, bitte Margarete, verzeih mir, wenn ich das nicht richtig ausgesprochen habe. www.madebymaggie.blogspot.de. Genau. Und wenn man die rauszieht, dann wird sie farbig. Ja. Weiß nicht, ob ihr das alles schon kennt, wie das gemacht wird. Oh, ist etwas schwerer zum Ziehen. Ja, ein bisschen mehr Luft wäre besser gewesen. So, aber das ist ganz hübsch. Kreativ, der immer Freude kann ich bestätigen. Habe ich hier auch reingestempelt. Und dann habe ich hier eine kleine Kette. Naja, wobei das nicht eine lange Kette ist, sondern eher eine kleine. Da ist ein Engelchen, wo jemand gebastelt. Mit ganz lieben Grüßen von mir. Das ist die Ulrike Kalmes-Jone in Mülheim, Main. Klajo Kreatives gmx.de. Noch kein Blog. Dann habe ich hier von Tanja Köppens in Sölde www.tanjasstempelauszeit.wordpress.com einen wohl selbstgemachten Stempelreiniger. Ja, das werde ich dann einfach mal so vorsichtig testen. Ich bin da, muss ich auch mal nicht mehr etwas skeptischer. Aber gut, wer weiß. Schön wäre es gewesen, was da wohl drin ist. Na, schön, mit Sicherheit auch Wasser. Oh, das hat sie zugemacht. Herzenskreativecke.blogspot.co.de. Das ist zu gestanzt. Nein, werde mir meine Fingernägel jetzt nicht kaputt reißen. Da wird bestimmt was Süßes drin sein. Und dann habe ich einen Teil. Okay. Von der Petra Schmidhammer. www.facebook.com/kreativwerkeleck. Ja, die hat das gebastelt. Ah, genau, die hat gesagt, das kann man aufhängen. Auch nett, gell? Und noch ein Herzchen dran. Sehr schön. Mhm. Ja, ist schon toll, wenn man sich so verschiedene Ideen macht. Dann habe ich etwas. Danke, dass du mit mir getauscht hast. Falls ich dir eher Falle, kannst du mich gerne als extra in eine Skriptseite integrieren. Ah ja. Genau.
Okay. Das steht jetzt gar nicht drauf. Ah, vielleicht ist es drin. Ah, da ist es. Oh oh. Handmade by Werner. Ich kann das. Rita. Rita, das heißt Werner. Sonst da irgendwas? Nein. Nichts dabei sonst. Ah, oder das kann man. Nee, ich habe gedacht, das kann man aufklappen wegen dieser Kante. Doch, kann man. Ah, aber steht nichts drin. Aber klar, wenn man es integrieren darf, dann sollte man selber da nichts reinsetzen. Anschreiben. Man kann es ja auch überkleben. Wenn ihr meins nutzen wollt in irgendeiner Form, dann überklebt es doch einfach Süßigkeiten. Habe ich nicht reingeschaut, hätte ich wahrscheinlich so längst verputzt dann. Jeden Tag eine kreative Tat. Carola Dümpel, Penneberg, Team Stempel Dance. Verpackung. Aus einem quadratischen Papier und dann hat sie es umgeschlagen. Genau. Hoppla. So, was habe ich denn da noch? Da ist so ein kleines Kettchen mit, also kleiner Vogel mit dran. Anja Reitl. Das ist nicht bereit, kann ich eine kleine Webseite. Dann habe ich hier www.kreativamstrand.de. Witzig. Warum man das ist bei ihr. Aber ja. Das kann man noch aufreißen. Mal gucken. Und das ist aber angenäht. Das ist nett. Und dann vielleicht als Tasche benutzen. Ja, das ist eine Möglichkeit, dass man dahinter was versteckt. Aber da wird nichts drin sein. Das ist einfach wunderbar. Das habe ich schon geöffnet. Ja, da sind doch Klammern drin. Was man einkaufen möchte, eine Liste. Als Liste. Ja, ja, die ganzen Produkte von Stamping Up vielleicht. Ein Angelika Werner in Weiher. Blog Stamping in wblogspot.de. So, dann habe ich noch eine Karte. Glückwunsch, Glückwunsch. Und das ist von Wolfgang und Dorit Pape. www.stempeltissimo.de. Da war noch eine Verpackung mit Schokolade drin. Ah, da, ich dachte schon, keine Karte drin. I-Tüpfelchen Kartendesign. Handgemacht von Sandra Krämer. Da stand ich drauf. So, das ist aus meinem Team, Sandra. Nusser in Ostrach am Bodensee steckt die. Das weiß ich auf jeden Fall. Genau. Aber die hat auch keine Blog, keine Webseite. So, dann habe ich noch hier ein kleines süßes Teil. Konnte man dann schon hübsch im Katalog was anbringen. Da habe ich allerdings nicht zur Hand gehabt. Auf Instagram könnt ihr mich gerne unter besuchen. Oh Gott. Findet ihr einige Werke aus meinem Kreativwohnzimmer. Also schaut euch die Buchstaben an. Kann man eigentlich nicht wirklich aussprechen. So. Ah, ein Teil habe ich jetzt entdeckt. Und da ist Schokolade, wo es ja irgendwo rausgefallen ist. Und so. Haben wir es da gleich schon hinter uns alle schon gesehen. Wieder nette Sachen dabei. Jeder macht sich ja immer noch vorher Gedanken, was er denn umsetzt und was er machen kann. Was hat er denn an Zeit? Weil es ist ja auch immer eine Zeitfrage, was geht. Oh, ein fairer Küsschen wieder von meinem Mann.
Lexis Fallstudio, Alexandra Wüllner. Genau, das ist ihr Lexis Fallstudio, nennt sie sich. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Ich hoffe, euch haben ein paar Sachen gefallen und wollt vielleicht mal da auf dem Blog vorbeigehen. Genau, und empfehlt mich euch gerne weiter, freue ich mich natürlich auch drüber. Und ja, ich habe ja angekündigt, dass ihr noch eine Überraschung habt. Das kommt nach diesem Video, hoffe ich, dass ich das schaffe. Okay, weil zu On Stage letztes Jahr habe ich ja meine Videos gestartet. Das ist jetzt fast ein Jahr her, noch nicht ganz. Ich glaube, irgendwie der 14.04. war es, glaube ich. Genau. Jetzt schaue ich gerade auf unsere Uhr. Das ist der 10.04. gerade, also noch 4 Tage bis dahin. Ja, schaue ich mal, ob ich das schaffe. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, euch beim nächsten Mal wieder zu sehen. Bye, bye. Ihr Weiße Simone stempelt.